Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur Nahwandhunde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, wir kommen immer besser voran. Das Problem hier drüben habe ich noch gelöst. Folgendes, man kann die Items, die das ME-System craften möchte, nicht direkt aus dem Interface rausziehen. Weswegen ich jetzt hier noch ein Inventory daneben gestellt habe, das über einen braunen Kanal rausziehen lasse, reinschicken und so weiter. So, wir müssen auf jeden Fall noch eine Crafting-Card machen. Das Zeug sollte ja mittlerweile mal fertig sein. Jo, golden Chipsets haben wir. Dann müssen wir mal gucken, was wir heute an Autocrafting-Sachen machen oder an anderen Geschichten. So, gehen wir erstmal auf Card. Wir brauchen hier so eine Basic-Card. Ah, wir brauchen mal ein Red Alloy. Mal gucken, wie schnell das ist. Ganz ehrlich, wir machen 1000, dann haben wir Vorrat. Schaut euch mal an, wie schnell das runtergeht. Es war jetzt schlau von mir, aber egal. Passt. Wir machen uns dann mal irgendwie so 20 Stück, dann mal was auf Vorrat haben. Okay. Dann einen Crafting Table. Und wir haben die Karte, die Crafting Card. So. Die noch da rein und wir haben für immer Mini-Coil. So, das werden wir dann noch bei, oder werde ich aufziehen, wahrscheinlich noch verkleiden. Dass dann hier wirklich überall Quarz ist und wenn ich die hässlichen Leitungen zu sehen haben. Was wollen wir denn heute machen? Wenn wir mal ins Questbuch reinschauen. Wir haben Fortschritt gemacht. So, ich würde gerne gucken, dass wir hier bei Epsilon die Generatoren noch machen. Und vielleicht mal hier ein bisschen Demon-Stil. Temperio. Moment, Demon. Wir haben einen, das heißt, wir brauchen 8 Temperio. Für den nächsten Schritt. Boy. Der braucht zu lange. Sehr schön. Gut. Auf jeden Fall, was ist denn das nächste, was wir hier bei Epsilon machen müssen? Wir brauchen einen Crusher. Schauen wir uns den Crusher mal an. Für den Crusher brauchen wir Compressed Iron Gears, Energy Tablets. Das sollte an sich gar kein Thema sein. Wir brauchen zwei Energy Tablets, jetzt haben wir auch Autocraft. So und so. Und wir brauchen Compressed Iron Gears. Und wir haben den Crusher. Sehr schön. Machen wir weiter. Wir brauchen jetzt einen Biogenerator. Der Biogenerator. Das heißt, wir brauchen wieder einen Richter Loy. Okay. Weiß, was wir jetzt mal machen. Wir schnappen uns mal das Teil da drüben und gucken, dass wir das jetzt hier auch mal auf Autocrafting setzen. So, da gehen wir nämlich ein bisschen auf die Eier. Auf die Eier! Eier, wir bauen Eier! Ja, okay, ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden. So, wir brauchen dann wieder ein Interface. Wir brauchen sogar drei. Wir brauchen Kabel, sowohl Dense als auch Smart. Wie sieht das mit den Interfaces aus? On Point. Und wir bräuchten Conduits. Das brauchen wir und das brauchen wir. Item muss ich nachcraften. Können wir ja gleich machen. So. Oh, jetzt habe ich den Quarz vergessen. Zack und zack. Machen wir 5 Platz. Okay, ich würde dann sagen, dass wir hier 8 hinpacken können. 6, 7, 8.
Dann brauchen wir so einen Support-Block wieder für die Dingens hier. Okay. Ne, den Crusher wollte ich hier auf gar keinen Fall. Ja gut, die sind jetzt alle drei leer. Der hat Speed Upgrades, der bräuchte aber auch noch die Dingens Upgrades. Die Energy. Okay. Hä? Was ist das für ein Cheat? Hab ich gerade irgendwie Ping oder so? Ach, jetzt sind sie wieder da. So. Alter, ich mach mal Relog. Ob das daran liegt, ich habe gerade keine Ahnung. Geht mich aber gerade dezent auf die Eier. Was ist denn das nächste Mal gekommen? Kommst du gerade mal runter, schaust mal nach rechts, Arschkarte, Regenwetter. So, das sieht doch schon mal besser aus. Dann werden wir auf jeden Fall hier Redstone reinpacken müssen. Hier Crush Diamond und hier... ich glaube, was wir auch machen sollten... Wir machen uns jetzt einen Enrichment Chamber. Dann müssen wir da wenigstens ein bisschen sparen für die zukünftigen Rezepte. Okay. Ja. So. Ich habe PCBs. Ja gut. Das ist dann gut. Dann brauchen wir nur noch den Item Fabricator. So, ein Item Fabricator. Was haben wir davon? Gar nichts. Das ist schon mal scheiße. Wir brauchen Darkstone. Haben wir. Iron Casing. Okay. Da brauchen wir Electrosilicon. Das werden wir noch öfter brauchen, oder? Ja gut, okay, machen wir Watercraft. Wenn das schon bei Extreme Crafting dann vorkommt. Elektro. Nochmal ein Start. Wie gesagt, wenn das schon bei Extreme Crafting vorkommt, dann sagt mir das schon alles. Okay. Zack. Dann brauchen wir hier ein Crafting Pattern. Machen wir mal so, weil er noch da ist. Und dann ein Elektro-Silicon. Können wir von hier aus was machen? Diamond Chest, da haben wir sie doch. So, dann jetzt noch einmal. Wir brauchen davon aber noch eins. So schön, wie schnell das jetzt fertig ist. Gut, dann machen wir nochmal Darkstone. Und ein Amplification Crystal. Was ist das denn jetzt? Okay, das ist anscheinend das Schwierigste. Komm, wir machen 200. Das war ja sehr schlau von mir. Das kommt dahin. Hoffentlich geht das jetzt noch. Ah, okay. Sehr schön. Suppi. Gut, dann können wir jetzt hier nochmal weitermachen. 1, 2, 3. Hier mit 1. Und wir haben einen Item Fabricator. Packen wir jetzt einfach mal gerade ganz billig dahin.
So, und was brauchen wir jetzt für die Enrichment Chamber? Advanced Circuit, das ist ein Blank Circuit, das ist Paper mit Silizia, das ist Sand und Block of Quartz, okay. Sand, Block of Quartz, Papier, Titanium und Nether Quartz, okay. Block of Quartz, Sand, Paper, Titanium und Nether Quartz. Will ich noch kurz erwähnen, ich habe mit diesem Teil noch nie gearbeitet. Währenddessen kann man ja mal kurz hier gucken, wie viele Level drin sind. Alter, ist das nice. Wir sind aber bald out of Bottle of Enchanting, das ist krass. So, Silizia haben wir. Oder Silica. Was? Wieso ist... Finde ich lustig, dass hier die Recipes sind. Achso, die Hitbox davon. So, das brauchen wir. Ich glaube, da sollten wir, wenn wir das automatisieren, ich hoffe, dass man das automatisieren kann, sollten wir irgendwie so 4-5 von machen. Dass dann jeder ein Rezept hat. Oh, das Ganze muss ich da zweimal machen, fällt mir gerade auf. Weil der, ich weiß nicht, ob man das upgraden kann, aber ich habe irgendwie die Befürchtung nicht, weil ich keinen Tab dafür gesehen habe. So, einen haben wir. Das ist voll kacke, dass hier schon Recipes ist. Mann, was ist das für eine kaputte Hitbox? Welche Genies waren da schon wieder am Werk? Oh, naja. Boah, ist das heute schon Kackwetter bei mir. Aber naja. So. Das da rein, das da rein, das raus. Oh, jetzt hängt es ja richtig an. Ja, gestern war bei uns hier dieser Orkan. Fand ich richtig lustig. Ratet mal, weil gestern dann zur Arbeit fahren durfte. Wo der Chef dann einfach nur gesagt hat, ja komm, kommst du freitags, kein Thema. Naja. Du. Und bist du fertig, Opa? Danke. Das war eine Quest? Okay. Nehme ich an. Enrichment Chamber. Oh, diese Pickaxe ist so abnormal schnell. Ich fürchte, wir müssten dann von hier sogar Strom herlaufen lassen. Ich bin sogar noch überlegen, wie wir Strom darüber kriegen. Was läuft denn hier unten so? Das war schon mal ein Glowstone. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe hier überall Painted Glowstones verteilt. Machen wir dann von hier. So, so. Sehr schön, da haben wir dann auch schon die Verbindung. Und die haben Strom. So, jetzt der kleine Trick. Und hier sollte ich dann noch den Painted Glowstone und wieder reinrotzen. So, Trick 74. Wir nehmen uns hier einen Stack Redstone. Ne, Kohle brauchen wir gar nicht. Wir brauchen... Diamond. Und den Rest sollten wir dann auch schon rauskriegen. Wenn wir das hier reinpacken. Ah, fangen wir erstmal mit Redstone an. Kriegen wir eine kompresste Version von dem Zeug. Wir nehmen uns aber hier die Speed Upgrades mal auf 4 raus, damit der schneller läuft.
So, wir bekommen jetzt Compressed Redstone. Das Geile ist, Compressed Redstone gibt uns statt einer Ausführung 8. Das heißt im Klartext, ich werde das jetzt auf Autocraft setzen. So. Mach mal einmal so und so. Dann brauchen wir Enriched Alloy. Haben wir natürlich nicht mehr. Wobei das sollten wir eigentlich gucken, dass wir das auf Crafting setzen. Ich mache das mal 5, wenn wir jetzt mal reinschauen. Zack, sind auf mit 5 auf 400. Scheiße. So, damit haben wir schon mal Energie verwastet. Okay, wir können ja nochmal ein Interface machen. Craft. Sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Wie sieht das eigentlich aus? Die Temperio ist schon fertig. Ja, sauber, dann können wir gleich auch schon die nächsten drei machen. Also in die nächsten drei, ne? Hier und so. Weißt du, was ich meine? Da ist ein Pattern drin. Sehr schön. 65.000! Alter. Ja, ich glaube, du brauchst Energy Upgrades. Müssen die Maschinen so scheiße teuer sein. Ich lasse den jetzt echt mal hier Capacitor durchlaufen. 45. Kommen die so schwer dahinter? Ja. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir unsere Energieproduktion ins Laufen kriegen. So langsam kriegen wir Probleme. Also klar, ich habe schon vorher Probleme, also geistige vor allem auch, ne, aber naja. So, ich muss mal ganz, ganz kurz was trinken, jetzt ist mein Hals so furchtbar trocken. So. Okay, schon viel besser. Dann machen wir das so. Machen wir hier 8. Ne, da will ich. Das machen wir lieber 1, 1. Das ist mir dann doch mal lieber. So, können wir hier. Moment, haben wir hier schon ein neues Zeug drin? Ja gut, das hat nicht wirklich zu viel gebracht. Ich hatte gehofft, dass ein Stack fertig ist. So. Oh, aber wir haben jetzt das Zeug, das ist super. Das heißt nämlich im Klartext, wir nehmen uns jetzt erstmal ein bisschen Platz im Inventar. So, ein Stack Gold, gehen wir hier rüber zum Pulverizer, das ist so schön, wie schnell das durchsieft, und machen dann Energy Upgrades. So, dann gucken wir erstmal hier rein. So, du wirst sie auf jeden Fall brauchen. Sehr schön, wir sind bei 2,37 Kilo RF.
750 RF pro Tick, super. Also Energiekosten muss erstmal ganz, ganz drastisch runter. Okay. Den packen wir noch hierzu. Habe ich hier überall die Speed-Up-Bits? Nein. Ah ja klar, der saugt es natürlich aus, weil das Energieinventar hochgepusht wird. Okay. Wo waren wir jetzt eben dran? Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Verdammt. Ah ja, jetzt war jetzt wieder. Wir waren offiziell beim Biogenerator dran. Den können wir jetzt auch so gut wie machen. Den können wir ganz kurz anstöpseln. Ja, gerade noch einmal weht, aber ich befürchte, das werden wir auch irgendwann mal auf an den Feldern anschließen müssen. Uff, was ist das? Bio Velocity Sprint Leggings Velocity Block. Okay. Und wir haben hier 4 Biofuel. So, dann jetzt nochmal Bio Generator. Sehr schön. Dann der Windgenerator. Ist easy. Braucht jetzt nur noch die Energy Tablets. 2 Stück. Super. Haben wir. Wenn wir den jetzt mal aufteilen, wie viel produziert der? 4 Kilo RF pro Tick. Vielleicht machen wir damit mal was im Last Millennium. Weil ich kann mich schon erinnern, dass sie auch Lex produziert haben. So, Solar Generator. Mal gucken, ob wir davon noch einen hinkriegen. 1, 2, 3. So. Wer jetzt erwartet, wir brauchen einen Energy Tablet. Zack. Haben wir. Und von denen dürften wir jetzt noch 4 machen für den Kollegen. Aber das machen wir dann doch in der nächsten Folge. Weil die Folge ist ja schon gut rum. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein und tschüss.